Reverend Miss Jackson. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3, das Remake. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir machen jetzt mal weiter hier. Was auch immer da draußen abgeht, wir sind eingedeckt, mehr haben wir nicht. Also, let's fetz. Ich versuche die Fensterrolle zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Aha, okay. Oh. Okay. Jetzt hat der Spaß richtig. Ja. Alles schön in einer Reihe, finde ich super. Weiter so. Ich mache das ganz toll. Ja, draußen treffe ich noch keinen, okay. Ich da auch noch. Bisschen was. Weil die Shooter-Action hier ist ja schon fast wie Resident Evil 6. Da ist noch einer. Okay. Ah. Da will noch jemand durch. Das geht so nicht. Oder auch. Oh, Monsieur, gehen Sie bitte von der Tür weg. Madame, ah ne, ist auch Monsieur. Bleiben Sie bitte liegen. Oh. Sie bitte auch. Monsieur, ich habe gesagt, Sie sollen liegen bleiben. Was ist jetzt los? Ach, komm schon. Finde den Schalter, der muss irgendwo sein. Ja, ne, ist klar! Sie kommen durch die Tür! Ja! Ich hätte gerade ein bisschen größere Probleme. Was für ein Schalter! Was ist das? Oh, nett. Ja, und jetzt sehe ich halt nur mehr. Ändert das? Nicht. Oh, was ist denn das vorbei? Ich hasse sowas. Ich finde sowas ätzend. Ist fast geschafft! Ich habe kaum noch Munition, das ist schlimmer. Das sind noch so komische Dinger. Also nur noch 9 Schuss zum Nachladen. Oh nee. Komm.
Oh, da war noch ein bisschen was. Wir sind noch gesund. Oh, den Scheiß nicht. Jetzt geht alles schief hier. Hier frisst das. Kröten. Ja, noch was. Es reicht jetzt. Soll ich hier auch zu erzählen? Ja, nee, ist klar, ich habe keine Munition mehr. Carlos, vielleicht kannst du den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen. Bestimmt. Schon dabei. Ich hab keine Munition mehr. Komm schon. Geh von den Türen weg. Ja, nee, ist klar. Oh Gott sei Dank. Oh. Gott sei Dank. Carlos, alles okay? Ja. Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Trophäe halten, abgewehrt. Ich komme zurück. Ach, was ein Scheiß. Der Impfstoff wirkt. Gut. Bist du da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprich mit der Regierung. Sag ihm, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Was passiert denn jetzt? Bin ja gar nicht neugierig. Ich will es gar nicht wissen. Jo, Jill ist wieder wach. Sehr schön. Schon wieder Ego-Perspektive? Wir spielen hier gerne mit, was? Jill. Ein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Cool. Schieß! Schieß, Mädchen! Das ist der einzige Weg! Schieß! Ja. A dream. That was a dream. Jetzt träumt aber ganz schöne Scheiße. Was ist passiert? Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Anscheinend ja schon. Anscheinend kann das schon sein. Okay, ich muss erstmal kurz hier einen Blick drauf fassen, was wir überhaupt so noch haben. Nicht mehr viel auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, warum der Bolzenschneider da noch drin ist.
Den brauchen wir gar nicht. Aber naja. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, was liegt hier schon? Neue Waffen. Aber ich glaube, die soll nicht gut sein. Wir lassen die liegen. Ich habe mich dafür entschieden. Die gibt so 3 Schuss ab. Sonnenschein. Und soll, glaube ich, nicht nehmen. Hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Richtig, Jill ist auch Profi. Okay, ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Nö. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Ich hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Ich erwarte alles Mögliche. Hier gab's doch. Einfaches Schloss. Einfaches Schloss. Steht noch eine Kiste in der Lobby? Okay. Oh, ja. Die habe ich Janisch gesehen. So. Können wir nicht mitnehmen? Bleiben die alle lieb? Ja. Stimmt, da lag ja auch noch was. Wollen wir mal gucken, was so in den Dingern drin ist. Wir haben ja ein paar hier, haben wir ja. Was ist das? Mech-Munition. Ich hab keinen Platz. Aber Magnum-Munition möchte ich schon mitnehmen. Fuck. Wir kommen ja gleich nochmal hierher zu... Oder? Das ist doch scheiße. That's not nice. Das liegt Magnum-Munition, die müssen wir gleich noch mitnehmen. Ich wollte jetzt aber eigentlich erstmal nach oben. Liegt hier denn jetzt irgendwie was anderes rum oder kann ich jetzt wirklich nur die Schlösser öffnen? Gibt's hier noch Feinde? Gibt's hier keine? Fragen über Fragen. Ja, nee, ist klar. Tricks, ich hasse die Viecher. Können ja eigentlich nur diese Hunter hier rumrennen. Liegt hier überhaupt noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Die nicht so aus. Der Raum war, glaube ich, auch blau. Naja.
Ja. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich vorhabe. Ich will zu der Kiste da unten hin. Ich höre hier was knurren. Ja, guck mal an. Schätze, Kind. Der kommt uns jetzt gleich entgegengelaufen wahrscheinlich. Wo klappert's hier noch? Irgendwo ist hier noch so ein Mannequin, oder? Ja, ist aber egal. Na, wo ist er? Ja, können wir nur noch da vorne lang. Irgendwo war doch hier so ein Durchgang. Genau, jetzt hier so rein, da so. Ich glaube, ich passe da durch. Ja. Ich glaube auch. Hier die Stofftiere und so ist das schon. Das ist echt fies. Was ist da denn drin? Die Magnum! Ich habe keinen Platz, immer noch nicht. Ich raste aus. Was machen wir denn jetzt? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Kopfschmerzen garantiert. Ich will die Magnum mitnehmen. Magnum ist die stärkste Waffe in Resident Evil. Eigentlich. Möchte ich natürlich eigentlich auch noch die Munition haben. Was kann ich denn jetzt eigentlich? Stimmt, hier ging es wieder hoch. Also müssen wir da lang. Aber hier komme ich auch nicht zur Munition, oder? Doch. Komm ich. Komm da zu der Munition. Aber es nützt mir ja eigentlich gar nichts. Ich kann jetzt auch nicht alles wegschmeißen. Da kommen die 5 Schuss. Ich muss die Magnum-Munition mitnehmen. Stärkste Waffe im Spiel, die brauchen wir bestimmt noch. Also die Munition und die Magnum. Und dann geht's ab in den Keller. Sehr schön. So. Ja, nee, ist klar! Kackbratze, Alter! Ah! Wie ich sowas hasse!
Wie ist denn Carlos in den Keller gekommen, wenn er noch Vorhängeschloss vor ist? Schon sehr merkwürdig. Was jetzt? Buckler. Ist hier keiner drin? Mit Pistolenmunition kann ich mich jetzt hier gleich kaputt schmeißen. Ist mir alles viel zu ruhig hier. Nicht jetzt. Muss der Weg nach unten sein. Ich kann nichts mitnehmen, Leute. Kotzt mich gerade tierisch an, dass ich nichts mitnehmen kann. Hier ist irgendwo ein Mannequin. Irgendwo so Mr. Charlie. Versteckt. Ich muss nochmal zurück. Bringt ja nichts. Ich bringe den Granatwerfer erstmal weg. Es tut mir leid, dass wir jetzt Backtracking machen. Aber es ist ein Resident Evil normal. Was war das? What was this? Er steht immer noch und das Hunter-Viech ist da einfach so lang gekommen, ja? Nee, ist klar. Ich hab viel zu viel Schrott hier mit. Tun wir jetzt auch erstmal weg. Den Granatwerfer auch, den brauche ich glaube ich jetzt erstmal auch nicht. Dann rüsten wir die Magnum unten aus. So. Dann habe ich immerhin schon mal wieder 3-4 Plätze frei. Da kommt die blöde Pistole, die nehmen wir jetzt mit und verstauen die. So. Kendos Waffenlager. Da haben wir immer eine Trophäe freigeschaltet. Gab es hier eigentlich noch irgendwas? Nein. Man muss ja mal gucken. Ne? Und jetzt kommt da bestimmt irgend so ein Viech lang gerannt, weil ich gerannt bin dadurch, wa? Mich? Es ist viel zu ruhig hier. Viel, viel zu ruhig. Passiert doch bestimmt gleich irgendwas. Trotzdem ist ja irgendwo Mr. Charlie versteckt. Es geht abwärts. Ab in den Keller. Habt ihr gesehen, die Kette war am Fliegen. Okay. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Tja. Steht ein grünes Kraut. Auch kein Kraut. Die Heilung haben wir noch einmal. Sollte ja hoffentlich reichen. Was safe room? Oh, eine größere Tasche. Ja, geil, 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 Leute, geil. Geilomatico.
Dann können wir unseren Granatwerfer wieder mitnehmen. Wo ist er denn? Da. So, was haben wir denn hier? Fahrstuhlnotiz an alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig, sammeln Sie die Sicherung von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Das klingt nach einem Rätsel. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das machen wir allerdings das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, euer Scary Fairy. Ciao, ciao.